So, und jetzt wollte ich auch auf eine Höhlentour gehen. Und bevor ich auf die Höhlentour gehe, will ich erstmal ein Inventar leer haben und ein bisschen Erze schon mal in die Maschinen werfen, damit die laufen, während ich weg bin. Und natürlich auch mein Essen vorbereiten. Und deswegen beginne ich auch gleich mal, mir ein paar Werkzeuge zu bauen, weil ich brauche ein paar Spitzhacken, weil eine reicht nicht. Und den Rest im Inventar, den ich nicht nochmal mitnehmen will, auch direkt in die Kisten werfen. Außerdem, jetzt wo das Inventar leer ist, gucke ich mal, ob ich draußen noch ein bisschen mehr zu essen finde. Also das Weizen ein bisschen abkloppen, aber leider ist das so langsam gewachsen. Aber ein bisschen Stacky Resin und Beeren können wir ein bisschen mitnehmen, dann haben wir wenigstens was Sinnvolles draußen gemacht. So, jetzt ist das Inventar eigentlich ziemlich leer. Wir sind eigentlich ziemlich gut vorbereitet und eigentlich könnten wir jetzt auch schon loslegen und unter die Erde gehen. Und das machen wir auch direkt runter auf das tiefste Level, also auf Mining Level 12 und gehen dadurch unsere Gänge, die wir schon gegraben haben und suchen weiter. Erstmal hier ein bisschen Gravel abbauen, das habe ich extra gesammelt, weil wir Gravel und so ja auch brauchen für teilweise der Maschinen. Und dann haben wir Kohle und Kohle ist im Augenblick sehr wichtig. Glaubt man gar nicht, Kohle ist in Minecraft ja sonst immer so im Überschuss vorhanden. Allerdings, durch die ganzen Generatoren, die ich am Laufen habe, nicht einen, der frisst Kohle wie sonst was. Deswegen Kohle, sehr wichtig, immer alles mitnehmen. Was nehme ich auch alle andere Erze mit. Und Emeralds sind echt unglaublich häufig. Also normal sind die gar nicht so häufig. Ich habe die Spawn-Chance ein bisschen höher gedreht. Und da, sieht man, da habe ich meinen ersten Diamanten gefunden. Habe mich sehr drüber gefreut. Und nochmal zurück zu den Emeralds. Hier habe ich die Spawn-Chance. Ist ähnlich wie normal, allerdings spawnen die jetzt in jedem Biom. Nicht wie früher nur in den Hill-Biomen. Also wie es normal in Minecraft ist. Weil man die Emeralds halt für einige Upgrades auch braucht. Und das sonst halt echt mal nervig ist, die zu farmen. Naja, gehen wir hier unten weiter an den Lavaseen vorbei und gucken uns die Höhlen an. Finden eine ganze Menge Aluminium und das Ohr aus Mechanit, das ist ein Name mir gerade entfallen, das Osmium oder so. Genau, Osmium hieß das. Und nehmen alles mit. Unser erster Spitzhack ist gleich schon kaputt. Und die Höhle hier unten ist größer als erwartet. Ich habe jetzt schon einen kompletten Überblick verloren. Habe keine Ahnung mehr, wo ich rauskomme. Aber das ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich habe eine Spitzhacke dabei und werde mich dann einfach im Notfall, was nachher auch passieren wird, nach oben einfach graben. Aber ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viel zu kommentieren hierbei. Ich lasse den Rest jetzt einfach so laufen mit Musik. Am Ende komme ich aus der Höhle raus und dann gehe ich noch ein bisschen Leder suchen, finde aber nichts. Aber das könnt ihr euch einfach im Zeitraum jetzt noch weiter ansehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zusehen.
So, und da bin ich wieder nach der Mining-Tour, habe ungefähr 300 Kilo Erze aus der Erde rausgebracht. Da sieht man es nochmal, eigentlich eine halbe Doppelkiste voll mit Erzen. Die laufen jetzt hier gerade durch meine Maschinen durch. Ich habe natürlich viel zu wenig Kohle. Allerdings habe ich jetzt genug Eisen, mir zumindest mal so eine Basic-Iron-Rüstung zu machen. Das ist mal schon ganz gut, währenddem ich gerade nochmal ein bisschen in die Erde gehe vielleicht. Und vielleicht finde ich noch ein bisschen Kohle oder so. Weil Kohle habe ich nur einen Stack, das ist ein bisschen wenig für die ganze Verarbeitung da. Ich könnte mir auch einfach nehmen. Weißt du was? Ich lasse gerade einfach ein bisschen Charcoal produzieren. Habe ich vielleicht sogar noch Holz hier? Mal gucken. Nee, vielleicht in der Kiste bei mir noch was? Rubberwood. Na, wenigstens Birchwood 5. Gar nichts mehr da hier, also. So, dann machen wir uns aus ein bisschen Holz mal gerade nochmal klasse. Und das geht auch. Währenddem ich noch ein bisschen Bäume farme. Also die Rubberbäume kommen jetzt alle weg, weil ich jetzt auch demnächst umziehen werde. Ich weiß noch nicht ganz wohin. Aber ich werde einfach mal in irgendeine Richtung ziehen, bis ich eine Landschaft finde, die mir zusagt. Was ist das für ein scheiß Chamäleon hier? Und Pigeon ist eben auch noch auf den Server gekommen, aber irgendwie nicht im TS. Man sieht, hat eben auch gesehen, dass er nochmal Advancements gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er keine Lust auf uns hat oder ob er gerne alleine gerade lieber aufnehmen will. Wer weiß. So. Ich habe keine Lust auf dich. Gleich ich auch, ja. Und das kann ich mir nicht erklären. Ja, kann ich aber auch voll ganz... Achievements. Nein, die heißt jetzt Advancements. Nein, es ist egal, was wir die erst nennen. Das heißt Achievements. In jedem Spiel heißt sowas Achievements. Wir spielen aber nicht irgendein Spiel, wir spielen Minecraft. Minecraft-Spieler können in der Regel kein Englisch, Marco. Genau. Die sind alle geistig behindert. Guck dir mal die Minecraft-YouTuber an. Ja, genau. 90% der Leute sind immer die Leute, die rumschreien und unglaublich anstrengend sind. Aber das gibt Direwolf 20. Bei dem, der wirkt immer ein bisschen unmotiviert. So, habe ich die Bäume mal weggemacht. Was mir jetzt allerdings noch nicht so viel gebracht hat. Ich brauche ein bisschen mehr Holz.
anderes. Wo kann man Rubberwood auch in den Ofen schmeißen, um Kohle rauszubekommen? Man kriegt Junglewood im Ofen. Man kriegt Junglewood im Ofen raus. Oh, ich hab Hunger. Ich will was essen hier. Hier vorne gleich alles ein bisschen abholzen. Weil Pigeon sich freut, dass hier keine Bäume mehr gibt. Ich hab ein Gebirge gefunden. Kann die Minen von Moria reinbauen. Ah, ich will auch so eine bergige Landschaft, glaube ich, bauen. War ziemlich groß, Gebirge. Ja, hier gibt's richtig krasse. Finde ich viel mehr von diesen Chickens. Sag mal, wie hoch ist denn dieser scheiß Baum hier? Sag mal, ist noch höher. Endlich ist Sache. Wie gibt's gerade leicht? Geht's nur bei mir oder gibt's auch bei euch leicht, Olex? Gerade nicht mehr. Okay, ich glaube, Marco leckt gerade. Marco hat keinen Schlaganfall bekommen. Glaube ich aber auch. Dieses Heilwasser gefunden. Heilwasser? Ja, so Wasser, wo mit, was dir als Regenerationsfeld fit gibt, wenn du reingehst. Cool. Kann man das mitnehmen in einem Eimer? Wahrscheinlich, ja. Wäre doch mega geil. Brauchst du was in deine Basis rein, hast du dann so ein Heilschwimmbecken. Und Lamas. Und so ein Meteoriten für Light Energistics. Ah, Lamas sind inzwischen übrigens Vanilla Minecraft drin. Echt? Ja. Ich hab diesmal keine Mods drin, die irgendwelche Tiere hinzufügen. Ja, ja, damals also noch interessante Sachen zu Minecraft hinzugefügt haben, anstatt einfach irgendwelche Variationen von Tieren. Lamas sind auch geil. Ja. Da hättest du jetzt Lamas. Die kann man sogar reiten, habe ich gehört, und Sachen schleppen lassen. Kohle. Mit links zu spucken. So, jetzt kann ich mir eine Eisrüstung bauen. Was mein Ziel ist auch noch auf jeden Fall in dieser Aufnahme jetzt hier demnächst noch einen Rucksack zu bauen. Dafür brauche ich noch Leder. Ich habe nur leider noch erst ein Leder oder sowas. So, jetzt habe ich mal eine Eisenrüstung schon mal. Und hier diesen Rucksack will ich bauen. Brauche ich ein Gold, eine Wolle, das habe ich. Aber ich brauche halt auch 7 Leder. Das habe ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, in der einen Kiste vorne 1, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe 2 Rotten Flesh. Ein Leder habe ich, ja. Das kann meine Kiste sein. Kompletten Salat essen. Rote Beete. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mal. Ich bräuchte was zu essen. Gibt es hier vielleicht einen neuen Reifen? Weizen? Ja, gibt es. Ist Pigeon eigentlich noch online? Ja, das ist noch online. Kann ich mir sagen, dass wir auf dem Discord sind? Ach so, vielleicht weiß das nicht. Stimmt. Du hast denn doch Hugo geschrieben und hat nicht mal geantwortet. Ja, vielleicht hat er das nicht gelesen. Ich nicht. Oder er regt sich wieder auf, weil das ist sehr, sehr leer. Was ist leer? So ein Dungeon gefunden, aber irgendwie ist ja sehr leer. Vorher gab es immer geilen Scheiß auf dem. Gibt coole Dungeons und uncoole Dungeons, habe ich beides schon gefunden. Hm. Nee, gibt's gar nichts, es sind einfach nur Gänge ohne irgendwas drin. Hat sich einer von euch meine Diamanten geholt? Oder war Pigeon hier und hat aus meiner Kiste meine Diamanten geholt? Pigeon hat davon das Achievement bekommen, oder? Ja, Pigeon hat Diamonds Achievement bekommen. Ich dachte, der hat sich deine Diamanten geholt. Hä? Jetzt mal im Ernst? Oder habe ich in irgendeine andere Kiste gerade gepackt? Okay. Ah, nee. Gucken, okay, ich hab's in eine andere Kiste. Entweder hat er so oder ich hab's in eine andere Kiste gepackt. Nee, der hat vorhin schon Diamanten vor mir gefunden gehabt. Der hat dich hart betrayed. Ja. Hat er aber vorher auch angekündigt, dass er heute deine Diamanten rapen will, nicht mit dir reden will und abhaut. Ja, das hat mich schon sehr traurig gemacht. Fuck, Alter! Mami! Hast du das Iglo eingeschrieben? Nee, das Iglo war schon da. Wow, Alter. Aber ich muss auch ich sehe Boss neben mir in die Luft. War ein Creeper in unserem Haus. Ja, ich weiß auch nicht, wer unser Haus da offen gelassen hat. Gut, dann kann ich jetzt nur 3 Brote machen. Das ist nichts, um den Schwert zu machen, ne?
kann mal kurz schlafen gehen, dann kann ich mein Zeug holen. Ja, kann man machen. Moment, ich mache noch mein Brot hier fertig. Kannst du dein Zeug holen gehen? Hier ist nichts. Ich muss auch einmal quer durch die Landschaft laufen, ich habe keine Waffe. Ich liege im Bett. Ja, Pigeon, die macht bestimmt nicht. Ach ne, Pigeon, die macht ja nicht mit. Ja, ne, da geht das gar nicht. Fuck. Kannst du kicken? Nee, ich kick ihn jetzt nicht. Hast du einen Stick oder so für mich? Dann kann ich mir ein Schwert machen. Hab ich dir hingeworfen? Ja. Okay, diesen Bullshit kann ich mir hinten mitgewerfen. Fackeln hier hin. Sobald ich F7 drücke, um's Licht zu laden, also die Light Level zu laden, fängt es bei mir an, um zu lecken wie nichts. Ich kann die Light Level bei mir gar nicht anmachen. Vielleicht liegt das am Shader. Ja.